Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ist auch für ihn eine große Schmach. Heinz Karrer, Hoffnungsträger des Wirtschaftsdachverbandes Economy Swiss. Im letzten Jahr ist er angetreten und schon erleidet er eine bittere Niederlage. Ein Aufbruch in bessere Zeiten hätte es werden sollen. Heinz Karrer wurde letzten August zum neuen Economy Swiss Präsidenten gewählt. Frei von Zweifeln und Bedenken verkündete Karrer: Sie können sich auf mich verlassen. Die Masseneinwanderungsinitiative war zu jener Zeit bereits im medialen Fokus. Für Heinz Karrer war die Frage nicht, ob sie abgelehnt wird, sondern wie hoch. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Mehrheit erhalten. Aber das genügt nicht. Ich hoffe auf ein deutliches Signal. Derweil stieg im Volk der Unmut weiter. Weil Firmen fast unbegrenzt im Ausland rekrutieren, statt das Potenzial im Inland besser auszuschöpfen, etwa Frauen und ältere Erwerbstätige. Im Vorstand von Economy Swiss hat man diesen wachsenden Unmut der Bevölkerung offenbar nicht gehört. Bei seiner Wahl gab sich Heinz Karrer noch überzeugt, dass es die Schweizer Wirtschaftsführer in der Hand haben, die Weichen für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Schweiz zu stellen. Gestern hat das Volk dem Wirtschaftsdachverband diese Möglichkeit genommen. Und Heinz Karrer ist jetzt live bei uns im Studio. Guten Abend, Herr Karrer. Guten Abend, Herr Lieb. Herr Karrer, Sie geben Millionen aus und heraus kommt eine Apfelbäumchen-Kampagne. War das nicht eine total missratene Kampagne? Wir haben nicht nur Geld investiert, wir haben uns selber sehr, sehr stark engagiert. Viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmen im ganzen Land haben versucht, die Vorzüge der Personenfreizügigkeit, den Zugang zum europäischen Binnenmarkt aufzuzeigen. Aber es sieht so aus, dass am Schluss die Sorgen und Nöte, die Verunsicherung der Bevölkerung bezüglich Verkehrsengpässe und Wohnungsknappheit letztendlich größer waren. Es war ja doch eine sehr knappe Entscheidung. Aber Sie haben doch ein ganz grundsätzliches Problem. Wirtschaftsvorlagen, die von Ihnen kommen, sind einfach nicht mehr mehrheitsfähig. Sie können das Schweizer Volk nicht mehr mitnehmen. Das ist doch ein ganz tiefgreifendes Problem, das vor allem Ihr Verband hat. Wenn wir die beiden letzten Initiativen und Abstimmungen anschauen, die 1-12-Initiative, die wurde sehr, sehr deutlich gewonnen. Aber die Abzug-Initiative haben Sie verloren. Ja, und die zweite jetzt wurde sehr, sehr knapp verloren. Die Initianten haben da gewonnen. Wobei diese hier ungleichlich wichtiger war, viel, viel wichtiger jetzt gestern als jetzt vor einem Jahr die Minde oder auch die andere Initiative. Ich glaube, beide haben eine ganz, ganz große Bedeutung. Der Punkt jetzt ist da, jetzt haben wir vorliegend mal eine Verunsicherung. Wir wissen nicht, welche Art von Kontingentierungssystem eingeführt wird. Wir kennen auch die Konsequenzen bezüglich dem Verhältnis mit der Europäischen Union nicht. Ich gehe davon aus, das dürfte Jahre dauern, bis eine Klärung diesbezüglich da ist. Aber kommen wir noch mal zurück zu Ihrem Verband. Wir haben eine Vorstandssitzung vorhin gesehen. Und es ist doch so, dass in Ihrem Vorstand, da sitzen vor allem ältere Herren, die wahrscheinlich nicht mehr eine so große Ahnung davon haben, was eigentlich in den Werkhallen und in den Büros in der Schweizer Wirtschaft passiert. Müssen Sie nicht diesen Verband mal total auffrischen und auch diesen Vorstand ausmisten, auf Deutsch gesagt? Wir haben Herren und Damen, jüngere Drei Herren. Drei Damen, bei 70 Herren. Genau, aber auch jüngere Damen und jüngere Herren, also doch recht gemischt. Alle sind verantwortungsbewusste Unternehmerinnen und Unternehmen. Für ein Unternehmen, KMUs mit 100 Mitarbeitern, mit Tausenden von Mitarbeitern und versuchen Tag für Tag in der Schweiz zu investieren, dass wir Arbeitsplätze generieren. Und ich denke, das ist sicherlich bemerkenswert. Es kommt eine Phase der Unsicherheit auf die Wirtschaft zu. Haben Sie schon Unternehmer bei Ihnen sich gemeldet, die sagen, wir verlagern Arbeitsplätze ins Ausland oder wir machen Investitionen jetzt lieber im Ausland als in der Schweiz? Gibt es solche Unternehmen? Na, grundsätzlich ist natürlich Verunsicherung nicht sehr förderlich, was das unternehmerische Gedeihen anbetrifft. Zuerst muss jetzt Klarheit in das Kontingentsystem gebracht werden. Wie groß sind die Kontingente? Wie werden die ausgestaltet bezüglich der einzelnen Branchen? Wie groß müssen sie sein? 80.000 Zuwanderer haben wir gehabt. Wie viel wollen Sie? Das ist das Interessante. Im Initiativtext steht, dass es maßvoll umgesetzt wird. Es steht auch, dass die wirtschaftlichen Interessen berücksichtigt werden. Das würde ja bedeuten, dass so viele Arbeitsplätze oder beziehungsweise Fachkräfte wir bräuchten, die könnten wir tatsächlich auch anstellen. Da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt. Also wieder 80.000. Der Bedarf, der
die Wirtschaft und die Arbeitsplätze brauchen. Wir wissen ja, das sind nicht jedes Jahr 80.000, es waren auch schon deutlich weniger. Wir sind gespannt, ob das Kontingenzsystem jetzt auch so flexibel ausgestattet wird. Die SVP fordert von den Unternehmen, dass der Inländervorrang bereits ab heute gilt. Das heißt, Unternehmen, Personalchefs müssten nach SVP schon heute, jetzt, sofort nur noch Inländer anstellen oder den Inländern wenigstens den Vorrang geben. Machen das die Personalchefs ab morgen? Davon gehe ich nicht aus. Das wird jetzt der Bundesrat in Auftrag nehmen, wie die ganze Ausgestaltung der politischen Vorlage dann aussieht. Das wird mit Sicherheit morgen nicht der Fall sein. Sie werden jetzt auch noch KONI-Präsident. Wäre es nicht in einer solchen Situation, in der Ihr Verband ist, besser, Sie würden jetzt Ihre ganze Arbeitskraft 100% für diesen Verband aufwenden und für diese Fragen, als jetzt auch noch KONI-Präsident zu werden? Die Überlegung war von Anfang an, dass der Präsident von Economy Suisse mit mindestens einem Bein ganz fest in der Wirtschaft steht. Scheint mir enorm wichtig, dass man die Bedürfnisse auch kennt von der Wirtschaft und die einbringen kann. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, es ist etwa ein 50% Mandat. Momentan, reicht das? Ich investiere momentan deutlich mehr. Ich bin überzeugt aber, dass es dann auch mit dem neuen Direktor, der neuen Direktorin uns gelingt, da das größte Engagement auf die Weiterentwicklung zu legen. Gut, den müssen Sie nämlich auch noch finden, den neuen Direktor. Besten Dank, dass Sie bei uns im Studio waren, Heinz Karrer. Danke auch schön, Herr Lieber.